Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fahre ich mit der Novik durch die Gewässer. Russischer Kreuzer, ursprünglich ein Aufklärungskreuzer gewesen, Rang 2 hier jetzt im Spiel bei den Russen. 1901 in Dienst gestellt, ist glaube ich das älteste Schiff hier überhaupt, aber das ist unheimlich schnell. Also 25 Knoten Maximalgeschwindigkeit, das ist schon ziemlich schnell. Und wir haben 8 Einserrohre, 120 mm. Mit einer Reichweite von maximal 10,1 Kilometern, ja, und zwei richtig süße 12,7er Maschinengewehre als Flugabwehr. Naja, die werden wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen. Ich habe schon ein paar Runden gemacht mit dem Teil. Also die meisten Kills waren, also die höchste Killzahl waren 3. Bei mir, ein Kollege im selben Match hatte 4. Ist tatsächlich möglich. Und ja, wie gesagt, ziemlich schnell, ziemlich wendig. Kann natürlich jetzt nicht mit dem Zerstörer mithalten, obwohl, naja, es kommt auf den Zerstörer an, würde ich mal sagen. Man sieht schon, wie schnell der auch dreht und so, hat auch einen ziemlich kleinen Wendekreis und alles. Und ich werde mal mit halber Fahrt hier ein bisschen rumtuckern. Mal schauen, was sich so ergibt hier. Mal schon den ersten Gegner. Ich muss natürlich aufpassen, okay, wir haben viele Dreier mit bei, das heißt, deren Reichweite ist natürlich höher. Da darf ich mich nicht verleiten lassen. Komm aber auch schnell ran hier, sehe ich gerade. Ich mag das, wenn man halt umschaltet und diese Motorengeräusche hört. Und so. Das finde ich echt fetzig gemacht hier. Heide Witzke. Kawashi. Die war auch ganz nett, wenn ich mich recht entsinne. Okay, da in der Ecke ist niemand, da fährt auch niemand hin. Also, naja, wohl, zwei, drei von uns. Oh, ich habe schon wenig Reichweite. Ich kann ihn nur nicht sehen. Noch nicht jedenfalls. Aber er fährt auch in eine andere Richtung. Ich werde mal ein bisschen Gas geben hier, denn Geschwindigkeit ist eigentlich mein Trumpf hier. Nicht zwingt die Bewaffnung, denn die Bewaffnung ist ja eher mickrig im Vergleich zu anderen, wenn man South Carolina oder so denkt. Rexe kommt ziemlich nah. Mit dem Typen hier. Haben will ich ihn nicht, der steht einfach nur da rum. Das klingt auch richtig fetzig, weil. Ja, erinnert mich irgendwie so wie so Flakabsch. Oh, mach es nicht. Mach es nicht. So, jetzt krieg ich 2 Silber oder so. Als Entschädigung. Da kommt er. Da kommt er. Okay, in Brand gesetzt. Ist natürlich eigentlich muss ich weiter vorhalten, ist natürlich manchmal ein bisschen knifflig. Aber gut, ich werde auf jeden Fall bei Vorfahrt bleiben, denn wenn der dann eine Breitseite feuert, Beschuss, so sieht's aus. Und ich mich natürlich verzwiebeln hier. Sie ist ja ein Treffer abbekommen und es wird Zeit, sich zu verpissen hier. Es wird richtig fett Zeit, sich zu verpissen hier. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Bisschen schlendern, bisschen Schlender fahren hier. Meine Scheiße, ey. Jetzt will er es aber wissen, das könnte eine schnelle Runde werden hier. Oh, mein Fehler, ich hätte mich gar nicht hier hinbewegen sollen. Aber ich war ein bisschen gierig. Es macht auch Spaß, so im niedrigen Rangbereich. Macht dann auch richtig Laune. Ich muss mich zwingen. Ich halte eigentlich nichts mehr aus. Ich kann eigentlich keinen Treffer mehr aushalten. Yep, sieht man. Erste Runde. Fick dich! So, neue Runde, neues Glück. Ich hoffe, diesmal ist das Glück auf meiner Seite. Die Runde davor war echt ein bisschen lächerlich. Ich war jetzt gerade eben noch mit der Nürnberg unterwegs. Eigentlich ziemlich witzig. Da ich zum ersten Mal
einen von den zwei Rängen höheren. Na, sag schon, oh Gott, ich habe schon echt lange gearbeitet. Wie heißen die Dinger denn? Flugzeugträger. Flugzeugträger und ja, das war eigentlich richtig cool. Das war richtig cool und was war das denn jetzt? Kommt hier so ein Scheiß. So, los geht's. Jetzt war cool, weil ich dachte mir so, scheiße, der hat ja. Ich wusste nicht, dass sie später dann je zwei Doppelschwadronen, Marinebomber und Torpedojäger, Torpedobomber unterwegs haben. Oh Gott, jetzt werde ich echt mit den Häusern hier. Oh, der kann schon feuern. Ich kann auch schon feuern. Nee, ich kann auch gar nicht feuern. Ich bin ja nicht mehr auf 16,9 Kilometer Reichweite, sondern wieder auf 10,1. Na, fast vergessen. So, den will ich nicht rammen hier. Aber fährt er rückwärts? Wieso fährt denn der rückwärts? Was macht der für eine Scheiße? Oh, Alter, wie blöd man wohl sein, echt jetzt. So, den werde ich gleich mal Hallo sagen. Na komm. So, Dresden haben wir da. South Carolina habe ich nicht so Bock drauf. Da ist noch eine Novik. Oh, hier wird's voll. Nicht wieder denselben Fehler machen wie davor. Ich schließe mich einfach hinten hier an den Schwanz. Sozusagen. Werd mal ein bisschen wie doof hier einfach auf den Zerstörer schießen, obwohl ich sowieso nicht treffen werde. Jetzt nicht aus der Entfernung hier. Aber jetzt haben gerade alle Bock, den Zerstörer zu kaputten. Und ich natürlich auch. Muss ich zugeben. Ja. Ist schon wirklich verlockend. Wirklich nix. Alten klapprigen Dresden. Oh, wie lange bin ich die gefahren? Das ist wirklich schon eine ganze Weile. Damals, vor 50 Jahren. Ja, wirst du wohl nicht drehen hier? Natürlich verflixt schnell. Oder richtig schnell. Wir kriegen noch einen Hit rein. Die gehen alle nehmen. Gut, nicht länger Zeit damit verschwenden. Bleib auf den nächsten. Was macht denn der da? Schimmelt auch nur etwas rum oder was? Sein Dresden. Ich bin irritiert, weil er sich nicht wirklich bewegt. Jetzt bewegt er sich ein bisschen. Ich glaube, ich muss das so vorhalten hier. Ja, jetzt kommen die Treffer rein. Trifft ja eh nichts hier, Blindfisch. So, gleich auf den nächsten wechseln. Oh, der ist gerade noch so in Reichweite. Motorleistung verringert. Hm. Was sagt uns das? Wir sind wie die Blindfische hier mit der Botanik. Brennt der ab? Habe ich den in Brand gesetzt? Yep. Cool. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Das haben wir. Aber wir sind ja schnell, der ist auch schön wendig und kommt schnell wieder aus dieser Barriere raus hier. Anders als andere Schiffe. Das finde ich eigentlich auch ganz cool an der Novik hier. Das ist auch der zweite russische Kreuzer, erst den ich überhaupt fahre, weil die ganze Zeit gab es ja nur Orlan. Und dann ging es ja gleich weiter mit den ganzen Zerstörern, gab es ja nur Zerstörer. Deswegen ist es cool, jetzt mal auch was anderes zu fahren hier. Kann ich mich irgendwo dazwischen mogeln? Jim Beam 1 Liter? Jim Beam 1 Liter. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Gucken wir, welche ich ungefähr vorhalten muss. Ich probiere es mal so hier. Ja, so kommen wir hin. So kommen wir hin ungefähr. Und den hat es gleich zerfetzt. Den hat es ja richtig hart zerlegt. Unser Team hat die Führung übernommen.
Okay, aber das ist noch ein Zerstörer, ein Schlachtschiff. Und da muss man natürlich aufpassen, das wäre mir eigentlich ein bisschen zu knifflig. Aber okay, Kollege Wickes knallt da ein paar raus. War Machine. War Machine. Muss ich jetzt eigentlich voll drauf zuhalten hier. Und er sollte nicht schneller sein als ich. Nochmal kein Beschuss. Das ist das blöde Geschütz, das ist zu weit vorne. So, mal drehen und zu sehen, ob man breite Seite schießt hier. Er hat da geschossen. Ganz schön verwundert hier. Es hat man gerade gesehen. Es ging Treffer rein, aber die sind einfach, ja, abgeprallt. Macht gar keinen Schaden an dem. Ich wechsle mal eben. Wahrscheinlich das erste Mal, dass ich jetzt wirklich versuche, effektiv irgendwie AP zu benutzen. Keine Ahnung, ob das wirklich was bringt. Das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, aber ich bleibe jetzt erstmal dabei. Ich habe jetzt auch keine bessere Idee hier. Ich könnte ja nachher in der Statistik sehen, wie viele Durchschläge ich habe. Daran würde ich erkennen, ob die was gebracht hat oder nicht. Aber wir liegen gut in Führung hier. Oh. Hier bringt die AP nicht viel. Dreht auch ab. Wo dreht, dachte ich mir auch, ich muss auch mal ein bisschen mitdrehen hier. Ist eventuell einfacher. Ich habe das Gefühl, die bringt überhaupt nichts. Die Munition hier. Deswegen benutze ich wahrscheinlich auch kaum jemand. Also selten mitbekommen, dass sie jemand wirklich effektiv benutzt oder absichtlich. Irgendwie, um da irgendwie jetzt einen Nutzen drauf zu haben. Guck mal, da segelt ja alles vorbei da. Geht da überhaupt noch was rein? Ich muss eigentlich nur höher zielen und also wenn meine Treffer den jetzt versenken würden, das wäre natürlich... Juhu! Das wäre natürlich geil. Okay, ich wechsle mal wieder. Gegner des Schlagtyps zerstört. Alles klar, zwei Kills endlich abgesagt. Hier ist besser als die Runde davor, die war ja so grausam, ey. Oh. Zerstörer unterwegs. Wir werden erstmal den hier zu Gemüte führen. Ich habe den Zerstörer gesehen. Ich versuche den schnell irgendwie hier noch rauszubekommen hier. Scheiße, hab ich ein Glück, dass ich so schnell bin. Echt jetzt. Das war jetzt echt meine Rettung hier. Er ist nicht dumm, der Typ. Der
versucht hier wirklich durch Paddeln und Puddeln hier, versucht er einfach immer auszuweichen. Aber irgendwann muss man den immer kriegen hier. Okay. Ausfälle leider nicht in Brand gesetzt. Wenn mein Brand, hätte ich den in Brand gesetzt und mein Brand würde ihn killen, wäre es natürlich super für mich. Aber ich kann ja wirklich im Sekundentakt hier feuern und das werde ich auch machen. Versucht wegzukommen. Ich hoffe, er schafft es nicht, ehrlich gesagt. Man muss natürlich ständig nachjustieren, das ist schon richtig nervig. Und jemand anders hat ihn sich gekrallt. Okay, aber wir haben den Kollegen noch hier. Der ist auch näher dran, das sollte einfacher sein. Hoffe ich doch. Ein bisschen gegensteuern hier. Und wieder einfach senkt. Okay, jetzt ist hier nur noch ein Zerstörer unterwegs und der googelt hier irgendwo rum. Ich meine, klar, der Vorteil von Kreuzern ist, man kann einfach die ganze Zeit schießen wie blöder. Das ist ja wirklich so. Man macht natürlich weniger Schaden, logischerweise, als ein Schlachtschiff, aber man kann die ganze Zeit feuern, die ganze Zeit. Und jetzt schießt man einen irgendwie, so ein Schlachtschiff irgendwie mit drei Bänden da irgendwie, also wirklich zu klump. Ja. Ich habe das auch schon gehabt. Da habe ich einfach, manchmal muss man kurz warten, ne? Da habe ich Torpedotreffer abbekommen und habe dann gleich repariert, weil ich Wassereinbruch hatte und plötzlich kurz danach. Wow. Und kurz danach, wirklich ein paar Sekunden später, nicht mal fünf Sekunden später, setzt mich einer am Brand. Und ich sehe dich. Got you! Wenn ich jetzt den auch noch versenke, das wäre der Knaller. Muss ich aber weiter vorhalten. Jetzt wollen sie ihn alle haben. Jetzt wollen sie ihn alle haben. Schade. Ja, man sollte nicht zu gierig sein, aber das wäre natürlich geil gewesen, hätte ich den jetzt auch noch weggefetzt hier. Wie ist denn die Teamwertung? In der Tat, in der Tat. Ja gut, das wird wahrscheinlich auch berechnet worden sein, da ich ja mehr oder weniger auch schon so halb Tote oder über halb Tote dann abgeschossen habe. Hey, wir haben nur zwei verloren, echt? Und hier alles weggeschossen. Das ist mal heftig hier. Ausführlicher Bericht, genau, das wollte ich gucken. Wie viele Durchschläge habe ich denn hier? Wo kann ich das sehen? Durchschläge. Zwei. Nur zwei? Es kam mir irgendwie mehr vor. Irgendwie kam es mir mehr vor. Aha. 15 AP und 26 HP. HE. Naja. Wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Sag ich schon mal. Viel Spaß beim Zocken. Da ist ein Abo. Tut euch ja nicht weh. Würde mir jedenfalls super helfen. Und ja. Fahrt die Novik. Ist eigentlich wirklich ein richtig geiles Teil. Also ich mag das wirklich sehr. Mir erzählt es gerade ein bisschen. Keine Ahnung. Der Rechner ist ein bisschen zu heiß. Ich finde das Ding richtig super. Wahrscheinlich auch so, weil es eigentlich doch ziemlich effektiv ist. Und auch sehr schnell ist. Und trotzdem unheimlich alt. Das ist schon antik, das Ding hier. Ja. Naja, wie gesagt. Also. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.